eben so machen. Honeycombs. Bienenwachs. Ja, das wird nachher alles weg sein. Das ist nur zur Zwischenspeicherung. Es kann natürlich sein, dass diese. Irgendwann haben die Deep Storage auch ein Maß erreicht. Ich glaube, die können mehrere Millionen einspeichern. Ich weiß nur nicht, die Einheit, wie viel Storage-mäßig da reinpasst. Aber irgendwann sind sie voll. Dann habe ich zwei Speichermöglichkeiten: einmal hier, einmal im Tower. Dann wäre das auch fertig. Die. Ja, das sammelt sich auf jeden Fall genug an. Wie ich das schon hier sehe. Öl. Zack. Und dann kann man sagen, man lässt sie auf der anderen Seite wieder raus oder man nimmt den gleichen Weg und führt sie direkt wieder hin. Aber wenn ich sage, komm, ich mach's auf der anderen Seite runter, ja, dann haben wir nur zwei Möglichkeiten. Eventuell muss ich den Raum noch einen größer ziehen. Oder ich verstecke es halt in der Wand. Vielleicht kann ich es auch von woanders durchziehen. Aber vorne geht jetzt eher schlecht. Aber ich würde sie dann. Ah, ich kann sie über die Dinger, glaube ich, holen. Also wenn ich hier anschließe, dann kann ich das auf jeden Fall machen. Okay, schauen wir uns das jetzt mal an. Die werde ich beschriften. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Auf jeden Fall alle verbinden. Das können wir schon mal tun. Okay, jetzt schauen wir mal, was der produziert. Der produziert die und die. Okay, die müssen wir einspeichern. Ich nehme mal alle mit raus. Einen lasse ich drinne. Einen speichere ich schon mal in. Okay, eine Deep Storage fehlt mir noch. Eventuell fehlt mir noch was weiteres. Das muss ich gleich mal schauen. Ich will noch ein, zwei Deep Storages mehr. Einen muss ich behalten zum Programmieren. Das soll er jetzt übernehmen. So, Müllplatz. Ich brauche die Deep Storages. Und eventuell ein paar Frames. Wir werden nicht mehr allzu lange machen. Werde dann halt den Tunnel nach unten auf jeden Fall vorbereiten, damit wir halt in der nächsten Aufnahmesession alles vorbereiten können. Denn das will ich fertig haben. Und dann kümmere ich mich um die anderen Projekte. Biogasanlage, Windpark, was noch so ansteht. Ja, der ist auch fleißig dabei, aber was fehlt dir denn? Ist dir zu kalt hier? Okay, ich glaube, ich brauche ein heißeres Gebiet. Ein heißeres Gebiet, das wäre vielleicht noch das. So, mal schauen, ob das funktioniert da drüben. Vielleicht sogar hier. Ich lass mal kurz mal mitlaufen und schau gleich wieder vorbei. Ich muss natürlich die Drops auch noch hier reinholen. Das heißt, der hier, da muss ich mir auch noch einen zurückhalten. Die alle, wobei ich hier noch keinen Strom anschließen werde. Ja, das lasse ich mal. Ich werde noch keinen Strom anschließen, weil ich hier eventuell ja Speicherplatz auch dafür brauche. Wenn halt irgendwann der Öltank, der Fueltank voll ist. Oh, falsch abgebogen. Jo, ich muss da hier hin. Genau, das beides wollte ich. Beziehungsweise nur das eine hätte gereicht. Das speichern wir mal da vorne rein. Weil der macht Fuel, ne? Genau, der macht Fuel. Das kann der von hier programmieren. Zack. Fuel. Nehmen wir auch schon die nächsten Comps, die wir eingespeichern könnten.
Insert. Zack. Nee, keine Frames, sondern die. Eventuell kommt dann halt, wie gesagt, hier unten noch ein Speicherelement. Derzeit ich aber nur disablen. Zur Not kann ich halt nochmal anschließen. Ist ja gar kein Problem. Zombie Brains mag ich jetzt nicht so, aber die können auch wieder ins Inventar. Jetzt haben wir noch die Dinger, die brauche ich gerade auch nicht. Der Speicher wird dann unten. Machst du hier was? Okay, du machst hier was. Müsste dich eigentlich da anschließen. Oder ich muss ein Heat-Modul anbauen. Ein Heat-Modul. Wo ist es denn? Da. Brauchen wir mal das? Okay, da brauchen wir. Ah, da brauchen wir die Maschine. Genau. Die ja nur mit dem Hebel arbeitet, damit die halt die Power hat. Kann ich die auch anders bauen? Nee, ne? Ne, die muss ich so bauen, okay. Das heißt, ich brauche eine Thermal. Eine Therm. Wenn ich die finde, die Maschine, dann weiß ich auch, welches, wie sie nochmal heißt. Das muss ich nochmal suchen. Heat, wie hieß sie nochmal? Ne, da brauche ich. Okay. Thermi. Da ist sie. Die müssen wir herstellen. Ist doch nicht schwer. Also, sie wird nur mit Glas betrieben, mit. Strom, Thermi. Falsches Fenster. Thermi. Einmal. Da haben wir es auch. Dann holen wir uns Glas. Dann nutzen wir. Strompipes haben wir. Jupp. Brauche ich noch einen Lever. Dann ist es meist auch schon geschafft mit dem Ding. Das könnten wir in die Wand einbauen. Das Gute ist, das habe ich noch gar nicht gezeigt, hier ist eine Glaswand zwischen. Glaswand mit Licht noch zwischen. Und was wirklich komisch aussieht, hier habe ich Cleared Glass gemacht, dass es halt in die Röhre einpeppt. Wenn man es jetzt sieht, hier ist doch unterbrochen, da ist doch keine Leitung, das kann doch nichts führen, wenn ich jetzt nur die Leitung nehme. Beziehungsweise, ihr seht ja das schon, da führt das genau durch in den Block rein. Und wenn ich es wieder wegmache, ist es wieder verschwunden. Das sieht man auch bei denen da unten. Das ist wirklich allgemein überall drin. Ich glaube, wenn ich jetzt runtergehe in das Geschoss, dann sieht man das ja auch. Hier läuft ja auch eine Leitung unterirdisch in die Wohnung rein. Dann hört es irgendwann auf und geht dann halt in den Bunker da rein. Hier laufen ja überall Leitungen lang. Also das ist ja eigentlich ganz gut gemacht. Können wir mal überall was zwischengreifen oder solche Wände einziehen hier. Hier habe ich auch noch Platz. An der Stelle. Das ist doch interessant. Dann brauche ich das doch nur hier machen. Glas rein. Dann brauchen wir Strom. Den kriegen wir von hier. Und da seht ihr gleich den Effekt, was ich meine. Okay, hier kann ich jetzt nicht raus. Was das zu tun hat, wenn man überall Kabel liegen hat. Ich wollte das eigentlich ja in den Stein verstecken, aber komplett drumherum zu machen. Aber so kommt das, glaube ich, auch ganz gut. Okay, wir machen noch aber noch mal hüpfen. Wie machen wir das denn? Oder müssen wir den Hebel direkt draufsetzen? Okay, machen wir so. Rezeps. Ach, man kann das fireproof machen. Oh, das ist nett. Boah, das ist natürlich geil. Also jetzt brauche ich aber das Heat-Modul. Aber das hier, da brauche ich die.
Da brauche ich. Okay, da brauche ich Gold. Nehme ich jetzt so. Gold ist erstmal Redstone. Dann nehmen wir ein Stack raus. Das heißt, wir gehen von 32 von den anderen Dingern aus. Das heißt, 1, 2, 3, 4, halbes Stack. Machen wir das mal eben fix. 1, 2, 3, 4. Temperatur wird natürlich wieder runtergehen. Aber das ist mir egal. Oder waren die da? Moment. War denn die komische? War das so? Liquid Glass. Okay, so machen wir dann auch das weg. Dafür alles klar, dann klicken wir uns hier mal durch. Bis natürlich alles weg ist. Her damit, du, her damit. Dankeschön. Jetzt bauen wir uns ein Heat-Modul. Einmal Heat. Weil ich das eingestellt jetzt nicht ändern möchte unbedingt. Und dann können wir es einfach nutzen. Also in dem Fall natürlich Strom kostet. Wir müssen natürlich jetzt Strom an das Ding packen. Aber das geht relativ ganz gut. Wenn wir zum Beispiel hier vorne so ein Ding nehmen. Nutzen das, tauschen es gegen das Heat-Modul aus. Jetzt ploppt das gleich auf. Ja. Jetzt haben wir unten ein Heat-Modell. Das können wir erst vorläufig mit einer. Wir lassen das mal mit der starken Zelle mal hier laufen. Komm mal bitte her. Wir lassen dich mal laufen. Packen das hier dran. So, jetzt heizt der nämlich auf. Den Bienenstock. Extract. Und wir können hier wieder die Bienen reinpacken, beziehungsweise wir müssen dann gucken, wie viele Module er im Endeffekt dann braucht. Schauen wir mal, ob er da hinten klarkommt. Also können wir halt die Eigenschaften der ganzen Dinger umfassen, beziehungsweise das vereinfachen für uns. Schauen wir mal, ob er gleich meckert oder weiterläuft. Bienen steigen auf jeden Fall in die Lüfte. Es sammelt auf jeden Fall genug Strom an. Also er braucht, glaube ich, gar nicht so viel. Er ist. Auf jeden Fall hat er genug. Er braucht 50 F alle 10 Sekunden oder so, dass er aufheizt. Aber ich glaube, das ist in der Mitte. Schauen wir nachher nochmal weiter. Das erledigt ja jetzt. Wäre eigentlich nur eine, nach unten alles auszugraben. Und ich schaue auf die Folgen. Ich mache einen kurzen. Beziehungsweise ich mache jetzt erstmal ein Folgenende für heute. Denn ich werde jetzt den Keller ausheben hier drunter. Werde die Bahn legen. Die wird ungefähr hier so bis hierhin laufen. Das heißt, da ist mittig, also da ist der Keller und dann hier da eine Bahn hin. Da wird sie natürlich rübergehen in die Richtung. Werde dann aber so eine Doppel-, also eine Hin- und Rück direkt machen. Und dann versuchen das auch zweistöckig zu ebnen. Denn ich habe ja das Problem, ich kann ja nicht dann sagen, ich lasse sie dann von hier rausfahren, weil dann sieht man sie ja. Da kann sie blockiert werden und ich will sie dann halt unterirdisch lassen. Gut beleuchtet und viel Platz auch, dass man dazwischen gehen könnte. Für uns als Weg. Da keine Schwierigkeiten bestehen und dann haben wir auch alles. Ja, dann können die standardmäßig hier weiterlaufen. Die Kiste ist auch fertig. Ja, da habe ich auch alles raus. Ja, dann ist das so super, dass das so schon mal läuft. Läuft auch noch alles Weltklasse, ja. Jetzt können wir mal gucken, ob der Heater funktioniert. Ja, sie gehen runter. Gut, dann können die auch schon mal sich fortlaufen lassen. Dann sehen wir in der nächsten Folge, machen wir dann die nächste Programmierung. Dann geht es alles einen Stockwerk tiefer. Und wir werden nach und nach die Bienen in ihre Komponenten einflößen. Ich werde dann hier vielleicht noch Schilder an die Dinger, dass ich es hingehen kann, okay, bla bla bla. Und dann da Schilder noch befestigen. Beziehungsweise Frames dran placken. Die hier. Und mir dann vielleicht noch ein Schild zusätzlich hinbaue. Alles klar, wenn es euch alles gefallen bis hierhin, würde ich mich um die Bewertung freuen. Die Liste wird natürlich aktualisiert.
bei irgendwelchen Vorschlägen, die noch gar nicht kommen, sprich auch noch Mods, die kommen, sind Faunquaft, Butania, und dann noch Witchcraft. Das wird dann im Nachhinein laufen. Und sicher, das Projekt wird lange laufen. Ich mache auch 2 Folgen am Tag. 18 Minuten ist ja normal standardmäßig. Ich kann auch eine machen, 20 Minuten am Tag. Muss ich mal gucken, ob ich das so machen werde. Oder so halt so ein Mischding. Das weiß ich noch nicht. Und dann würde ich sagen, wenn es gefallen hat, sehen wir uns beim nächsten Mal auf Flash und tschüss.